Jo, moin Leute, herzlich willkommen in einer neuen Folge. Was haben wir gemacht? Wir haben allerhand gemacht und leider Gottes ist eine Folge, ist leider die Mikrofontonspur nicht drauf. Anscheinend bin ich auf Mute gekommen bei der Aufnahme. Müssen wir neu machen. Ich sage euch erstmal, was passiert ist in den ganzen letzten Wochen. Und zwar, ganzen letzten Wochen, letzten Tage. Wir haben hier die 9 und die 20 gepresst. Da können wir mal einmal kurz hinspringen. Kann man da einfach Karte verschieben? Nee, ich habe gedacht, man kann da jetzt hinspringen. Müssen wir einmal gucken. Hier, glaube ich, war das. Da haben wir schon Quaderballen gepresst für die Luedos. War das jetzt? Laufen wir in die richtige Richtung? Hier schräg rüber muss das sein. Genau, hier haben wir Quaderballen gepresst für die Luedos. Die andere Seite auch schon. Und Lisa und Sepp, das war schon sehr verunkrautet. Und Lisa und Sepp haben genau das gedroschen und das gedroschen. Und Lisi hat mir letztens die 4 hier gedroschen. Warum ist denn hier eine Feststellbremse drin? Oh, wie kriegt man die denn nochmal weg? Da war doch letztes Mal was. Muss ich ja versehentlich reingemacht haben. Oder war das Lisa aus Trotz? Auf jeden Fall, weiß ich jetzt nicht, wie ich die Bremse loskriege, haben wir hier den Hafer gedroschen. Den habe ich jetzt eingelagert. Wir gucken uns das nochmal an, wie es jetzt bei mir aussieht. Wir sind jetzt auch vorgespult in den 1. August rein. Also ich war ertraglich nicht zufrieden mit dem Hafer. Der war, fand ich schon sehr schlecht. So, gucken wir nochmal hier oben hoch. Das eine Silo ist ausgefüttert. Jetzt haben wir hier bloß noch einen kleinen, ja, einen Folienbug drin, würde ich fast sagen. Hier ist so ein Rest drin. Vielleicht gehört das auch zum anderen Silo. Und hier habe ich jetzt ein Silo gebaut. Wie ihr hier sehen könnt. Das ist ja den Hänger, den kennt ihr. Genau, da haben wir den letzten Hafer abgekippt. Jetzt haben wir hier das Ganze noch zu dreschen. Und weil wir ja ziemlich viel zu dreschen haben. Und ich habe mit Lisa und Sepp gesprochen. Die wollen sich keinen größeren holen. Die wollen auch erstmal keinen mieten. Habe ich jetzt überlegt, dass wir uns einen mieten. Und dann habe ich mit denen auch abgesprochen, dass wir zusammen erstmal weiter dreschen wollen. Und ich habe gedacht, wir holen uns den. Ich finde den eigentlich vom Preis-Leistungs-Verhältnis ziemlich gut, weil da kriegen wir ja das 8,80 Meter Schneidwerk vor. Ist ja ein bisschen teurer in der Miete. Der ist mir fast zu teuer in der Miete, der Trion. Und wenn wir eben mit zwei kleineren Mähdrescher dreschen, reicht das auch. Der ist mir ein bisschen zu klein. Auch zu klein. Also ich würde sagen, wir mieten uns den hier. Ja, GPS nehmen wir rein. So. Und dann nehmen wir uns das 8,80 Meter Schneidwerk. Das hier. 8,50 Meter. Genau, nachher sind die auch ziemlich groß hier. 10,80 Meter schon. 8,50 Meter, genau, das nehmen wir uns. Und dann glaube ich, haben wir einen ziemlich guten Satz gemacht. Das haben wir für 20.000 Mähdrescher gemietet. Dann soll es nämlich da heute Abend mit den anderen beiden weitergehen. Die haben 6 Meter Schneidwerk, haben die, okay. Fühlt sich ein bisschen kleiner an, um ehrlich zu sein. Hier war nämlich übrigens der Ideal, haben wir im Livestream gesehen. Aber Lisa und Sepp wollten nicht zuschlagen. Beziehungsweise Lisi hat gesagt, wir schlagen da nicht zu, das ist zu teuer. So sind wir also dazu gekommen. So, dann würde ich sagen, holen wir den mal ab und dreschen dann weiter. Da. Mein Gott, haben wir uns durchgetappt. Hätten wir auch einfach schnell auf die Karte springen können. Einen Schneidwerkswagen haben wir jetzt nicht. Ich hoffe mal, wir können jetzt hier breit fahren. Nee, Hannes, wir können doch nicht breit fahren. Das ist zu breit. Wir müssen noch einen Schneidwerkswagen mieten. Welchen nimmt man denn da? Den? Den? Oder den? Der ist wahrscheinlich für die größeren. Wir mieten mal den. So, nehmen wir einmal kurz die Big Bags beiseite. Ist übrigens noch mein Dünger, den stellen wir hier mal in die Ecke. Was wir jetzt so ein bisschen planen. In den nächsten Wochen soll
die nordfriesische Marsch rauskommen. So. Jetzt haben wir mit dem guten Fett geschrieben. Er hat gesagt, ungefähr in einer Woche würde er uns die Beta geben, damit wir damit anfangen können, YouTube-Aufnahmen zu machen. Natürlich können da Fehler drin sein, das ist uns bewusst. Aber für uns wird es jetzt eigentlich ganz gut passen. Also die grobe Idee, die wir jetzt hatten, ist, wir ernten alles ab. Wir spulen ein bisschen vor bis zum Winter, dass wir halt unser Material verfüttern, dass wir unser Geerntetes verkaufen im Winter, auch vielleicht das Stroh. Und dann gehen wir sozusagen auf die nordfriesische Marsch und würden das Ganze mit dem Geld und Spielstand fortfahren, wie wir jetzt haben. Das heißt, wir bauen uns da dann noch einen Hof. Ich baue wieder genau dieselben Ställe hin, die wir haben und auch dieselben Biogasanlagen, die wir haben oder die ich habe. Nochmal vielleicht dasselbe Getreidesilo, vielleicht ein bisschen andere Anordnung. Und dann würden wir theoretisch mit der Silage, das was wir sozusagen noch im Lager haben, als Silage und als Weizen, würden wir uns auch wieder einlagern, sodass wir da dann weitermachen können. Wir werden ja da sicherlich im Frühjahr dann weitermachen. Könnten dann halt mit einer Aussaat beginnen. So war erstmal die Idee und man könnte da halt auch Silage weitermachen. Ne? Soweit die Theorie. Und soweit haben wir es jetzt mit Lisa und Sepp abgesprochen. Dann würden wir es halt auch weitermachen. Gerade jetzt, wo der Betrieb immer größer wird, können wir da einfach besser mit einem Helfer arbeiten. Dann würden wir jetzt sozusagen auch kein Lohnunternehmen brauchen hier auf der Map. Wäre vielleicht ganz cool, aber dann könnten wir einfach mit Helfern arbeiten. Ich persönlich liebe die nordfriesische Marsch. Für mich ist es, glaube ich, die vierte Season da drauf. Also sagen wir mal, ich glaube, ich habe mit dem LS 15 drauf angefangen. 15, 17, 19, 22, genau. Die vierte, glaube ich, wäre es jetzt bei mir. Ich mag die. Diese großen Dimensionen, große Felder. Klar sind die alle so ziemlich viereckig. Das bemängeln viele, aber für mich ist es einfach, der Spielspaß liegt bei mir halt am Spielen selber und nicht auf der Map, dass die Felder rund sind und man das Vorgewinde alleine fahren muss und. Also ich mag das ganz gerne, dass sie halt eckig sind und dass sie einen zum Beispiel das Arbeiten mit einem Helfer erleichtern. Bleibt noch die Frage, wie ich jetzt die Handbremse rauskriege. Vielleicht brauchen wir den in dieser Folge noch gar nicht, den Ladewagen. Genau, also Hafer haben wir gedroschen, bin aber bis jetzt sehr enttäuscht von der Ernte beim Hafer. Wir können ja mal reingucken hier im Silo. Ich glaube, das war hier bei den Preisen mit. Genau, da können wir jetzt sehen, wir haben 85 Milch, Stroh. Wir haben hier Gülle. Da 45.000 von dem ganzen Feld geerntet, Liter, was hier überhaupt nicht viel ist, ne? Furchtbar enttäuschend. Wir haben jetzt zwar August, also wir haben das geringste Geld. Und ich denke, wir werden bis Januar noch vielleicht noch spielen, damit wir halt von allem normal gut Geld kriegen. Milch ist jetzt noch wenig. Da werden wir, denke ich mal, unsere Mengen im Oktober verkaufen. Dann haben wir irgendwas bei, ich schätze, 150.000 Liter oder so. Ist auch tatsächlich nur im Oktober und im Januar gut, ne? Rest muss man lagern. Stroh ist das, was in den Ställen ist. Das wollen wir nicht verkaufen. Also das habe ich jetzt hier in den Stall reingefahren. Wie ihr seht, das würde ich auch weiter so machen, bis es komplett voll ist. Und da würden wir uns entsprechend auch die Spielstände oder beziehungsweise auch hier die Liter aufschreiben und das dann so wieder auffüllen, bis das erledigt ist, was wir hatten. Und wir hatten auch die Idee, dass wir wohl den ganzen Umzug streamen wollen. Genau. Hier die Silage, das ist die kleine Anlage, hier die große Anlage, da müssen wir ein bisschen nachfüllen jetzt. Käse, Butter, okay. Ach, da können wir nochmal gucken, wann wir das am besten verkaufen. Auch Oktober. Hier auch Oktober. Müssen wir vielleicht nochmal kurz gucken gehen bei den Produktionen, dass wir vielleicht die ein oder andere Palette da beiseite stellen. Ich hoffe ja noch, die anderen beiden kaufen sich noch
Ein Autolot-Anhänger. Sodass wir es da einlagern können. Und dann brauchen wir natürlich, aber ich glaube, das werden wir bei der Nordfriesischen Marsch machen. In der Nordfriesischen Marsch werden wir uns noch eine Halle bauen, wo wir entsprechend Paletten einlagern können. Saatgut einlagern können. Vielleicht auch ein bisschen Getreide, was zu viel ist. Stroh, Heu. So. Genau. Dann fangen wir mal an zu dreschen, würde ich sagen. Bisschen schade. Wie gesagt, in der letzten Folge haben wir sozusagen das Stroh gepresst. Für die anderen beiden. Und wir hatten ja gesagt, wir machen Hälfte, Hälfte. So, wir wollen Stroh ablegen. So, was kann man jetzt beim Dreschen sagen? Was macht man in der Regel? Man fängt ja immer außenrum an, das ist ganz klar. Wie rum ist egal. Früher war es so, man hatte meistens auf links die ganzen Antriebe und ist deswegen nicht an der Straßenseite gefahren, falls da mal ein Stein oder ein Gully ist, dass man mit den Antrieben da nicht gegenkommen kann. Inzwischen ist es meistens synchron, rechts oder links, oder sie sind jetzt weiter eingesenkt, sodass das nicht mehr weiter wild ist, und inzwischen hat man eigentlich auch vernünftige Ackerkanten. Also eigentlich ist es auch eine Fahrersache, ob sie gerne rechts oder links anfangen. Ich persönlich beim Häcksler, wie ist es bei mir? Ich fange liebsten auf der rechten Seite an zu häckseln. Bei mir ist es aber so beim Häckseln, ich habe ja immer permanent einen hinter mir dann. Dann habe ich die rechte Kante und wenn ich mich umdrehe, habe ich den Transport halt alles auf dem Blickfeld. Links, links würde auch funktionieren, aber links, links hätte ich zum Beispiel, wenn ich links gucke auf dem Ackerrand und möchte in die Kamera oder gucken, müsste ich oben rechts gucken und müsste dann wieder den Blick nach hinten geben, wenn ich zum Transporter gucke. Das Einfachste ist wirklich, wenn man kann sich ja halt so leicht schräg hinsetzen und dann würde man so rechts, rechts gucken und dann hat man sozusagen die Kante drauf. Das funktioniert super. Wie gesagt, ist auch so ein bisschen eine Gewohnheitssache. Bei mir ist halt rechts die Schokoladenseite. Mag ich am liebsten. So. Bin auch ein bisschen gespannt auf den Sojabohnenertrag. Wir wollen heute Abend, wollen wir eigentlich im Stream weiterspielen. Die Ernte dann sicherlich abschließen. Vielleicht mal gucken, wie viel wir heute schaffen. Dann haben wir sozusagen nur noch die Maisernte. Und dann hoffen wir mal, dass wir Ende nächster Woche schon die Nordfriesische Marsch bekommen. Dass wir dann den Umzug haben. Eventuell haben wir dann ein oder zwei Folgen nichts. Beziehungsweise wir haben dann eine Woche oder so vielleicht kein Video, was ihr bekommt von uns. Dann wird es, denke ich mal, wird es noch ein Video geben mit den Verhandlungen, wer wo auf die Fläche geht. Die Nordfriesische Marsch hat ja von Haus auf in der Mitte so ziemlich einen guten Hofplatz. Wer die Map schon spielt, weiß, dass die eigentlich ziemlich gut und solide ist, was da angelegt wurde. Ansonsten gibt es unten nochmal einen ziemlich schönen Platz oder oben rechts. Ist auch nice. Mal gucken, was die beiden sagen. Ich würde sie einfach anbieten, weil sie ja hier sagen, ich habe mir das Sahnehäubchen rausgeguckt, dass sie einfach in die Mitte der Map rücken. Da haben sie einen schönen großen Hof und da können sie dann weitermachen. Sie wollen ja auch weiter ihre Produktion ausbauen. Da haben sie massig Platz. Und ich würde dann irgendwo rechts oder entweder rechts oben oder unten in der Mitte gehen. Ich weiß, unten in der Mitte ist eigentlich ziemlich geil für Tierbetriebe, weil es direkt drumherum gibt es ein riesengroßes Grünlandstück. Übrigens, wir haben seit kurzem auch einen Link für unsere aktuellen Mods, die wir nutzen, unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr selber auch Lust habt auf LS, Mensch, und sagt, Mensch, hier, ich habe ein bisschen zugeguckt, das sieht ja wirklich ganz cool aus. Man kann da seinen eigenen Betrieb bauen, man kann hier
Ballen unter Bäume legen, das ist gar kein Problem. Guck doch mal rein, wir haben auch einen Link von Instant Gaming. Bekommen wir auch eine kleine Provision, wenn ihr dort sozusagen einkauft. Und da ist das Spiel auch meistens um die 29 Euro plus Steuern. Letztens war es sogar einmal für 27 Euro plus Steuern. Dann ist es natürlich für euch auch ein super Schnapper, sag ich mal. Könnt ihr gerne zuschlagen oder auch mal ein anderes Spiel. Also wir freuen uns super, wenn ihr uns da unterstützt. Und einen Link entsprechend von G-Portal haben wir auch, wenn ihr mit Freunden zusammen spielen wollt oder einen eigenen Server aufsetzen wollt. Guckt doch mal rein. Wir spielen selber auch auf dem G-Portal-Server und die Performance ist wirklich unfassbar überraschend gut. Also super schnell der Server, hat bis jetzt mit keinen Mods Probleme gehabt, speichert schnell, noch nie gehabt, dass das Spiel abgestürzt ist oder ähnliches. Können wir sehr, sehr empfehlen, gibt es auch nochmal 5% von uns. Wenn Sepp das jetzt im Schnitt nicht markieren sollte, hierbei handelt es sich um Werbung, Leute, um die letzten beiden genannten Platzierungen. Genau. Aber der Server ist, also ist wirklich, wirklich erstaunlich, wie gut der läuft. Das macht dann auch einfach Spaß, ne? Kein Ruckler, kein gar nichts, super flüssig, kein Lecken. So, aber jetzt hier beim Hafer, seht ihr, was ich meine? Wie lang man fährt, bis überhaupt was im Korntank ist. Ich glaube, Hafer werde ich so auch nicht mehr anbauen. Ich muss aber dran denken, ich hoffe. Ich habe letztes Mal im Stream, haben wir uns eine Seite angeguckt. Da sind die ganzen Erträge drauf ohne Dünger. Auch mit dem Durchschnittsgeld gerechnet, beziehungsweise mit dem Durchschnittsverkaufswert. Und da liegt Hafer eigentlich nur 100 Euro hinter Gerste und Weizen. Wir können da ja selber mal einmal kurz drauf gucken. Moment. Ich muss da einmal hier. So. Genau, ich öffne mal fix einmal die Seite. Da können wir selber schnell einmal fix drauf gucken. Und dann gucken wir uns das nochmal fix an. Ich weiß, dass gewisse andere Leute haben ja die Untersuchung gemacht. Hier bin ich der Meinung, wurde es einfach aus einer Excel herausgenommen. Aus der XML, aus der Spieldatei. So, wir spielen auf Mittel. Moment, ich mache euch das noch ein bisschen größer. So. Jetzt sieht man hier die Liter auf dem Hektar, die man im Prinzip erntet. Hier ist der Durchschnittspreis pro Liter, den man bekommt. Der Durchschnittspreis, ne? Und hier, wie teuer das Saatgut ist. So, und daraus sieht man hier natürlich, was der Ertrag ist, ohne Düngung. Ohne Düngung. Ne? Wir können natürlich doppelt so viel Ertrag schaffen. Dass wir hier bei dem Geld drauf kommen. Und dann sieht Hafer gar nicht so schlecht aus. Ne? Saatgutkosten sind hier gleich. Grundpreis ist der hier. Ist ein bisschen unser Vermarktungsgeschick jetzt gefragt. Das heißt, wir haben hier eigentlich wenig Güter. Stroh soll gleich sein, hat mir die Community gezeigt. Was wir aber hier beim Raps sehen natürlich. Raps hat, wenn wir jetzt nicht auf Stroh achten, Raps hat schon ein gutes Impact an Geld. Gerade wenn wir auch hier beim Verkauf noch ein bisschen Gas geben. Ne? Sorghumhirse ähnlich gut. Sorghumhirse ähnlich gut. Also lohnt sich wirklich, Sorghum auch anzubauen. Haben ja die anderen beiden, glaube ich, sogar gemacht. So, Sonnenblumen. Auch nicht schlecht. Sojabohnen hier. Deswegen habe ich auch Sojabohnen angebaut. Mir war die Liste schon im Vorfeld bekannt. Also, wenn wir hier auch eine bessere Vermarktung haben, dann steigt natürlich auch hier unser Gewinn. Saatgutkosten gering. Mais mussten wir jetzt anbauen, hatten ja auch gar keine andere Wahl mehr. Ihr seht aber auch hier, was am Geld ist, ist auch gar nicht schlecht. Kartoffeln bleibt gut was hängen, wenn man da mal einen Hektar machen will. Zuckerrüben ebenfalls. Zuckerrohr, Baumwolle haben wir jetzt nicht angebaut. Wie gesagt, alle Daten hier ohne Düngung. Aber ist mal einfach interessant zu sehen, was so runterkommt. Hier habt ihr das Ganze für schwer. Die Liter sind dieselben. Es ist eigentlich bloß hier der Preis ist der Unterschied. Und hier ist es genauso, wenn ihr auf leicht spielt. Kommt natürlich viel mehr Geld bei rum, ne? Wir spielen natürlich auf Mittel. Number13.de heißt das Ganze. Ich habe die Daten hier vom guten Fritz Let's Play. Was haben wir hier, ne? Das ist Werbung.
Genau. Also es ist eine gute Seite. Ich hoffe, ich denke dran, dass Sepp den Link für euch einmal unten reinstellt. Ansonsten hier number13.de, LS12 Fruchtarten. Dann gehen wir mal wieder rein ins Spiel. Also das wollte ich euch noch ein bisschen zeigen, warum ich Soja angebaut habe. Kommt natürlich, letztendlich kommt es einfach darauf an, was geldtechnisch bei rumkommt. Hafer, habt ihr gesehen, ist gar nicht schlecht. Vom Geld her, aber so viel kam dann doch nicht runter. Und ich glaube, wir werden es in den Frühjahr, bei den Frühjahrskulturen einfach auf Sojabohne gehen und vielleicht Mais, vielleicht ein bisschen Sonnenblume noch mit reinnehmen und dann im Herbst werden wir Raps, Weizen, Gerste anbauen, haben eine schöne Fruchtfolge. Bisschen freue ich mich auch schon heute Abend mit Lisa und Sepp zusammen zu spielen. Also heute ist ja Freitag. Ihr seht die Folge, glaube ich, auf dem Sonntag. Wir machen aber immer Werbung auf Instagram. Also ihr könnt euch auch uns folgen auf Instagram, loilotv oder ich bin ja landwirt-in-mv. Und immer wenn wir live gehen, gibt es auch nochmal eine Instagram-Story. Ne? Ansonsten folgt uns einfach auf Twitch. Links sind alle, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung, weil viele sagen, ja, oh, ich habe keinen Twitch, ich weiß gar nicht, wann ich, wie ich da rankomme. Twitch ist an sich kostenlos und ihr müsst euch sogar gar nicht registrieren, um dem Stream zuzugucken. Wenn ihr euch aber registriert habt, dann könnt ihr im Chat auch was schreiben und wir können uns dann auch mit euch unterhalten. Also ihr könnt ja natürlich auch Fragen stellen, während wir spielen. Und das macht natürlich Twitch aus, ne? Ja, würde ich sagen, wir kommen zum Ende. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann, ja, dann können wir noch ein bisschen über die Getreideernte quatschen. Welche Feuchtigkeiten, warum gibt es Feuchtigkeiten für Getreide, die es einzuhalten gibt. Da reden wir gleich drüber. Also, schaltet nächstes Mal wieder ein.